Eines Tages bat mich Frank, in die Bar zu kommen. Er sagte, er hätte einen kleinen Job für mich, also bin ich hingegangen. Tom, zwei unserer LKWs, voll mit dem besten Stoff, kommen heute aus Kanada. Sam trifft sich mit ihnen am Übergabepunkt. Sie sind auf einer alten Farm außerhalb der Stadt und wir müssen die Ladung in die Stadt bringen. Ich schicke zwei LKWs, Pauli fährt mit einem. Ich möchte, dass du auch mitfährst und die Augen aufhältst. Sorge nur dafür, dass alles glatt geht. Hol den Wagen von Ralphie, Pauli wartet drüben beim Lagerhaus auf dich. Bei deiner Ankunft wird Pauli dir ein paar Waffen geben. Okay, Frank? Was hast du heute Schönes für mich, Ralphie? Tom, ich habe einen neuen Wagen für dich. Er hat 65 Pferdestärken und wenn du Gas gibst, kommt er auf über 75 Meilen in der Stunde. Ein neues Schloss eingebaut. Aber kein Problem. Ciao. Siehst du, es einfach. Du kannst die Kiste haben oder was Älteres. Wie du willst. Danke, Ralphie.
Hey, Tommy. Wir fahren zu einer Farm vor der Stadt und holen ein paar LKW-Ladungen besten Fusel ab. Wir wollten dich dabei haben, falls es Ärger gibt. Es müsste aber echt locker sein. Du musst gar nichts tun. Sei einfach nur da. Die Jungs beladen die LKWs und wir fahren zurück. Sam wartet dort schon auf uns. Wahrscheinlich hat er bereits alles ausgesoffen, bevor wir überhaupt da sind. Ich fahre. Die Bullen wurden geschmiert, also gibt es nichts, was uns Sorgen machen müsste. Da hätte ich auch zu Hause in meinem Bett bleiben können. Hey, wenn ich aufbleiben muss, dann musst du es auch. Los geht's. Weißt du, wir sollten das viel öfter tun. Aber besser tagsüber. Schätze, du wärst jetzt lieber bei Luigis kleiner Tochter, Sarah. Stimmt's? Das ist deine Art Nachtschicht. Halt die Luft an, was weißt du denn davon? So viel wie alle anderen auch wissen. Mann, selbst Luigi weiß, dass du hinter ihr her bist. Schätze, das macht ihm nichts aus. Schließlich hast du ihre Ehre gerettet. Wetten, du hast sie ihr gleich wieder genommen, ne? Halt die Klappe, Pauli. Ich wusste nicht, dass du da bist. Komm schon, Torben. Nur ein Scherz. Sie ist ein gutes Mädchen. Ihr seid viel füreinander gemacht. Da bin ich nicht so sicher. Ich kann mir nicht vorstellen, nach Hause zu kommen und zu sagen, stell dir vor, Sarah, was ich für einen Tag hatte. Ich musste 10 Typen umnehmen. Über so etwas darf man zu Hause nicht reden. Wenn du nicht so bist, wie sie in der Zeitung über dich schreiben und sie gut behandelst, wird sie den ganzen Kram ignorieren. Ja, und sie hat eine Menge Kohle. Für dich ist es also normal, deiner Frau dein ganzes Leben lang zu verheimlichen, wer du wirklich bist. Komm, mach dir nicht so viele Sorgen. Verdammt! Was ist los? Sam sollte hier warten, aber er ist nicht da. Das riecht nach Ärger. Wir bleiben hier bei den LKWs und du schaust vorsichtig nach, was abgeht. Danke für das Vertrauen. Nimm dir einfach Spielzeuge mit. Mein Gott! Deinem Freund ist schlecht geworden. Wer seid ihr? Seid ihr von der Polizei? Mr. Morello und der Sheriff lassen euch grüßen und informieren euch darüber, dass sie von jetzt an euren Job hier übernehmen. Thank you.
Die sind alle tot. Was? Die Fahrer da draußen. Irgendwer hat sie kalt gemacht. Was? Was ist mit Sam? Hast du ihn gesehen? Nein, habe ich nicht. Aber die Scheune war verschlossen. Ist er da drin? Wir müssen zurück, um ihn zu holen. Wir lassen ihn auf keinen Fall hier. Gut, wir gehen zurück. Aber wir brauchen ein Brecheisen oder so, um die Scheunentür aufzukriegen. Okay, gehen wir. Ihr Jungs bleibt hier und bewacht die Laster. Macht jeden fertig, der sich ihnen nähert. Außer uns natürlich.
Wir sind da. Tom, mach Sam bereit. Ich gehe und wecke den Doc. Sam, wir sind beim Arzt. Gott, sind Sie das, Polly? Was machen Sie um diese Zeit hier? Guten Abend, Tom. Tut mir leid, aber wir hatten einen Unfall und brauchen Ihre Hilfe. Okay, wo ist er? Bringen Sie ihn rein. Okay. Das war unser Doktor. Er stellt keine Fragen und Sam ist in bester Gesellschaft. Bist du sicher, dass es nicht irgend so ein Metzger ist? Absolut nicht. Er ist der beste und bestbezahlte Arzt in der ganzen Stadt. Wenn du verletzt wirst, kannst du dich jederzeit auf ihn verlassen. Okay, ich hoffe nur, er tut sein Bestes für Sam. Endlich ist es vorbei. Es hätte uns allen schlimmer ergehen können als Sam. Wenn ich den Bastard kriege, der uns verpfiffen hat, reiße ich ihm den Kopf ab. Sieht aus, als hätte jemand genug von uns. Da hast du recht. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir schwant Übles. Wenn der Don hört, was passiert ist, werden die Hunde dafür zahlen müssen. Das bedeutet Krieg und das ist gar nicht gut. Da hast du wohl recht. In Ordnung, also gute Nacht, Tom. Gute Nacht. Naja, versuch das Beste draus zu machen. Ah, Tommy, du kommst genau richtig. Ein Informant hat mir gesagt, dass es die Bullen auf einen meiner Freunde abgesehen haben. Mann, wir müssen ihn so schnell wie möglich warnen. Sein Haus ist in Hoboken. Kannst du das erledigen? Okay, Lukas.
das ist? Hast du eine Ahnung, wie spät es ist? Lukas Bertone schickt mich. Du musst abhauen, die Bullen sind hierher unterwegs. Verdammt, dank Lukas von mir. Und dir auch. Ich gehe zur Hintertür raus, dann sieht mich niemand. Viel Glück. Und was ist? Ging alles klar. Er hat sich bedankt und ist dann abgehauen. Ach, Gott sei Dank. Ich habe eine Belohnung für dich, Tommy. Der ist brandneu. Sieht anders aus als alle anderen Wagen. Das erste Modell mit aerodynamisch geformter Karosserie. Sieht scharf aus, finde ich, aber manche Leute sind nicht beeindruckt. Naja, Hauptsache er schnurrt wie ein Miezekätzchen, was? Und diebstahlfreundlich ist er. Einfach diesen Draht hier reinstecken, das war's. Ein Typ in Oakwood hat genau die gleiche Karre. Er parkt sie vor der Garage neben seinem Haus, verstehst du? Sehr gut, danke.